Eine Spezialeinheit von den Amerikanern hat der Bangshu Danchi, der Chef von der Boko Haram, erschossen. Und jetzt hat Boko Haram eine Gegenmassnahme ergriffen, also eine Racheaktion, und hat 11 Christen geköpft. Und so etwas kann man natürlich nicht durchgehen lassen. Am besten macht man wieder einen Gegenangriff. Und wenn die Boko Haram-Terroristen gerade am Predigen sind, weil sie Muslim sind, in der Moschee, tut man am besten einfach mit einer Drohne, die eine Rakete hat, die ganze Moschee in die Luft sprengen, damit nachher alle Boko Harams tot sind. Und einfach gerade richtig mit einer Rakete einfliegen ist das Beste.